Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich meine Top 5 Weihnachtsbücher zum Vorlesen für Kinder mit euch teilen. Und wir starten auch sofort. Und zwar dieses Buch habe ich wirklich schon viele, viele Jahre. Wie lange noch? Die schönsten Adventsgeschichten in 24 Tagen aus dem Aufbau Verlag. Und ihr habt hier wirklich halt 24 Texte, sag ich mal ganz grob, weil es sind Geschichten, es sind Lieder, es sind Gedichte, es sind aber auch Rezepte mitunter drin. Aber ich finde das so cool, also so eine Art Buch-Adventskalender zu haben, das gefällt mir halt richtig, richtig gut. Und es ist auch so gemischt, also es sind halt wirklich ältere Geschichten von zum Beispiel Hans Christian Andersen. Es sind aber auch modernere Geschichten dabei, also wirklich sehr, sehr schöne und damit fördert man aber auch so ein bisschen dieses geschichtliche Gut, kann man das so sagen? Also was halt auch früher für wunderschöne Weihnachtsgeschichten gab, halt so gemixt mit auch mit modernen Sachen. Und ihr habt halt wirklich so diese Abwechslung, nicht jeden Tag eine Geschichte, sondern auch mal ein Gedicht oder so. Und das hat mir wirklich sehr gefallen. Also hier sind Geschichten von Klaus Cordon, Carla Schneider, Andreas Steinhöfel, Heinz Janisch, Paul Maar, James Krüss, Hans Christian Andersen, Kirsten Bo, Erich Kästner zum Beispiel. Also da habt ihr ganz viele verschiedene Sachen drin. Das gefällt mir jedes Jahr wieder aufs Neue gut. Das hole ich jedes Jahr aufs Neue wieder raus. Das ist auch super schön illustriert. Ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Wir haben es jetzt noch nicht so gemacht, dass wir wirklich jeden Tag daraus gelesen haben. Aber so die Geschichten, die gibt es bei mir eigentlich jedes Jahr in der Weihnachtszeit zum Vorlesen. Das zweite Buch, das habe ich erst seit dem letzten Jahr. Und zwar ist es dieses hier. Wenn du Sorgen hast, rolle einen Schneeball von Sang Keun Kim aus dem Belz und Gelberg Verlag. Ich verlinke euch übrigens alle Bücher, die ich euch vorstelle, unten in der Infobox. Gedanken versunken, stapft der Maulwurf durch den tiefen Schnee. Ob er den langen Winter ohne einen Freund verbringen muss? Ein poetisches Bilderbuch über die Suche nach dem Glück und wie man es im Stolpern findet. Das ist super, super süß und auch schon wirklich für die Allerkleinsten, weil es halt nicht viel Text beinhaltet. Es sind super große, schöne Bilder und halt immer nur ganz, ganz wenig Text. Also bei Vince darf es ja ein bisschen mehr Text sein, aber der hat auch gerne Bilder zum Gucken. Und ja, das ist halt die Suche des Maulwurfs nach Freunden und wie er sie findet und nebenbei einen großen Schneeball rollt. Und das sind dann alle seine Freunde. Das ist wirklich super, 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 super süß. Das ist echt richtig, richtig schön gemacht. Ich mag das wirklich sehr, 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 sehr gern. Und das hat so einen kleinen spirituellen Touch, finde ich. Dann ein Buch, das habe ich auch schon super lange. Das ist auch mega, mega toll. Ich liebe es ja, wenn ich Bücher gerne vorlese. Also es gibt so Kinderbücher, wo ich so denke, aber es gibt auch Bücher, die lese ich einfach gerne vor, weil die Geschichte auch für mich als Erwachsener super genial ist. Und das ist zum Beispiel, als Räuber Zaster den Weihnachtsmann klaute aus dem Koppenrad Verlag. Das lesen wir wirklich auch jedes Jahr mehrmals. Das ist so eine lustige Geschichte. Also der Räuber Zaster, der hat halt mit Weihnachten nichts am Hut, bis er sich überlegt, den Weihnachtsmann zu klauen. Von dem er erstmal nicht glaubt, dass er wirklich der Weihnachtsmann ist. Bis es dann an die Geschenke geht. Und das ist auch super genial gezeichnet. Also das ist richtig, richtig schön. Ich mag das. Vor allen Dingen dann halt diese Entwicklung zu sehen vom Räuber Zaster. Von diesem grummeligen alten Räuber. Und wie er dann auch so ein bisschen für sich Weihnachten entdeckt. Also das mag ich auch wirklich sehr gerne. Und ich mag es natürlich, wenn es große, schöne Bilder gibt. So, dann etwas, das hat Vince zu seinem ersten Jahr, zu seinem ersten Weihnachten bekommen. So, und seitdem lesen wir das auch wirklich jedes Jahr. Das ist Der kleine Weihnachtsmann, seine schönsten Abenteuer aus dem Hansa Verlag. Das ist so ein ganz kleines Büchlein und da sind, ich glaube, 3 Geschichten drin. Ist auch immer nicht so viel Text, dafür wieder sehr, sehr schöne große Bilder. Und es geht halt um den kleinen Weihnachtsmann und was er in den verschiedenen Jahren zum Weihnachtsfest so erlebt. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Das lesen wir super gerne. Und im letzten Jahr, und das ist jetzt mein 5. Buchtipp, haben wir dann von unseren Freunden, die uns vor 3 Jahren quasi das geschenkt haben, haben wir dann im letzten Jahr das hier bekommen. Das ist Der kleine Weihnachtsmann ganz groß. Also es ist auch wirklich
ein sehr, sehr großes Buch. Ist manchmal ein bisschen unhandlich, aber es ist auch so, 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 so schön. Und das ist quasi wie die Fortsetzung von diesen drei Geschichten. Ist das jetzt dann halt hier die große Geschichte? Wie ist denn das jetzt mit dem kleinen Weihnachtsmann? Wie endet das denn jetzt? Und das ist auch, ich liebe die Bilder. Das ist immer wieder schön zu lesen. Und das gehört für mich mittlerweile zu Weihnachten dazu. Also diese Bücher gehören für mich ganz, ganz klar zu Weihnachten dazu. Also es ist, wenn diese Zeit da ist, wenn es dann losgeht, dann müssen diese Bücher rausgeholt werden. Also die liegen halt, ne, sonst den Rest des Tages in einem Karton. Und die werden dann rausgeholt und dann wird nur noch aus denen vorgelesen. Und ich liebe das, weil das noch mehr diese Weihnachtsstimmung einfach hervorbringt und die Kinder auch in Weihnachtsstimmung bringt. Und Vince verlangt dann auch eben nach diesen Büchern. Also es ist super, super schön. Also das waren meine Top 5 Weihnachtsbücher zum Vorlesen, die alle unten in der Infobox verlinkt sind. Und ihr könnt mir jetzt super gerne in den Kommentaren schreiben, was eure liebsten Bücher in der Vorweihnachtszeit sind. Bis morgen. Tschüss.